Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir haben das letzte Mal einen großen Sieg davon getragen. Ottawa haben wir erobert und wie groß der war, habe ich jetzt erst entdeckt. Denn in Ottawa, hier, habe ich gar nicht gesehen, da gibt es tatsächlich Diamanten, Leute. Diamanten! Und das bedeutet, ein Diamant, das ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt hier in diesem Spiel, hat einen Wert von 400. Das heißt, dieser eine Diamant führt dazu, dass wir zum Beispiel die Stoffe im Moment nicht verkaufen können und uns allein auf den Gewürz- und Diamantentransport konzentrieren brauchen und haben damit schon ein anständiges Plus. Das sind großartige Neuigkeiten. Großartig. So. Ach, herrlich. Wir werden deshalb einen Fisch weniger transportieren. Dann haben wir 16, 15 brauchen wir nur. Ein über den Durst ist okay. Und dann kommt der Diamant mit nach Hause. Was wir jetzt als nächstes wirklich dringend brauchen, ist mehr Handelskapazität. Wir brauchen jetzt echt mehr Schiffe. Wir könnten nämlich, ja genau, wir wollen ja wieder mehr Zucker holen und all so ein Kram. Also das ist super wichtig. So, wir brauchen für Schiffe Bretter vor allem. Und wir brauchen, außerdem will ich den Zucker anschließen. Da brauchen wir einmal Papier, wenn wir wieder einen Lehrling haben wollen. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wir werden jetzt einmal Wolle weniger produzieren. Oder? Ja, was? Es gibt sonst nichts, was ich weniger produzieren könnte. Obwohl, wir brauchen jetzt kein Gusseisen für das Schiff. Wir brauchen das jetzt nur für die Straßen. Machen wir das mal so. Genau. 2,4 und mit der Wolle lassen wir das erstmal so. Das ist in Ordnung. So, hier will ich im Moment nichts. Das ist auch okay. Dann beim Verkauf nehmen wir das jetzt raus. Und wenn, verkaufen wir überhaupt nur... Eigentlich brauchen wir das auch nicht mehr verkaufen. Obwohl, das verkaufen wir nur so aus diplomatischen Gründen. Ja... fast am Überlegen, ob wir... Na nee, das lassen wir mal. Okay, gut. Das haben wir. Wie sieht es hier eigentlich aus? Können wir denn noch irgendwas spionagetechnisch... Ah ja, Zigarrenproduktion. Das hat aber Frankreich. Und Belagerungstechnik. Königliche Artillerie, da sind sie gerade dabei. Oder das haben die Schweden. Okay. Dann sollten wir das auch machen. Und was ich glaube ich langsam vielleicht selbst mal erforschen möchte, ist Schafzucht Stufe 2. Die Handelsmessen. Oder investieren wir da erstmal rein? Ne, hier machen wir nichts. Das kriegen wir durch die Spione. Das lassen wir auch sein. Also wir könnten weiteren Spionen bei den Franzosen brauchen eigentlich. Bloß da müssen wir wieder Papier produzieren. Das passt im Moment jetzt nicht in den Plan. Lassen wir das erstmal so, wie es ist. Okay, Leute, dann können wir weiter erkunden, das neu eroberte Gebiet. Ich würde mal sagen, wir machen hier weiter mit den Wüsten. Vielleicht ist da ja noch, sind da noch mal Diamanten. Das wäre doch großartig. So, hier wollten wir jetzt mit einer Straße das Getreide noch mit anschließen. Und ja, machen wir jetzt noch einen Viehausbau? Oder erstmal nicht. Ich würde sagen, erstmal nicht. Wobei wir dadurch natürlich Schiffskapazität frei bekommen, wenn wir es machen würden. Ja, komm, dann machen wir es noch weiter. Hier oben einmal. Und dann würde ich gerne noch den Straßenbauer reaktivieren. Der soll da unten schon mal in Richtung Zucker was tun. Also einmal Zucker haben wir hier, das ist kein Problem. Den müssen wir anschließen. Da gehen wir hier von Ottawa aus, würde ich sagen. 1, 2, 3. Ja. Also gehst du bitte dahin. Und die Armee, die würde ich sagen, marschiert einfach direkt weiter nach Toronto mit voller Power. Unsere leichten Artilleristen sind zwar angeschlagen, aber das soll uns nicht stören. So, und die Flotte, ja, lassen wir die jetzt hier. Eigentlich will ich die ja als Handelsflotte nehmen.
Wo sehe ich eigentlich, was das genau für eine Einheit ist, die ich da habe? Gibt es da irgendwie eine Übersicht? Warte mal, oder ist... Haben wir hier schon so ein schweres Kriegsschiff? Wir haben schon ein Kriegsschiff gebaut. Ach so. Das hatte ich ja total verdrängt. Wir haben das schon gebaut, die Galeone. Eine zweite Galeone, weiß ich nicht. Wobei die hat ja ein ganz gutes Ladungskapazität mit 6. Doch, wir bauen eine zweite Galeone. Die Galeone, die lassen wir aber dann im Hafen liegen, um die Kapazität zu erholen. Und die, dann lassen wir sie doch hier. Dann ist gut. Dann ist alles gut. Das war jetzt ein Irrtum von mir. Minus 286 aufgrund dieses heftigen Angriffs. Ach du Schreck. Wisst ihr was? Dann reduzieren wir das doch hier runter. Dann sind wir bei minus 86. Ja, das ist die Frage. Wollen wir nicht doch dann was zurücklassen? Ist es uns das wert? Das ist halt so heftig teuer, alles zu bewegen, was wir haben. Ne? Aber der Gegner hat viel. Nee, wir machen's. Das ist mir zu riskant. Nicht, dass wir hier aus finanziellen Gründen dann unsere Männer in den Tod schicken. Das ist mir zu heikel, ehrlich gesagt. Aber Wahnsinn, was diese Einheitenbewegung kostet. So, gut. Dann haben wir das justiert, denke ich. Alles soweit in Ordnung. Hier ist nichts los und es geht weiter. Das nehmen wir... Uiuiuiui. Aber die kriegen wir. Die Pikenträger kommen nach vorne. Ach ja, da war ja auch einer angeschlagen, richtig. Die Akebusiere kommen vielleicht hier hin. Die muss schnell nach vorne. So, die Feldartillerie, die ist zwar angeschlagen, aber die kann Schaden machen. Ich vermute ehrlich gesagt, dass sie abhauen werden. Mal sehen, ich bin gespannt. Wie weit gehen wir jetzt mit dem nach vorne? Riskieren wir es mal. Der wird uns natürlich beschießen wollen. Bleiben wir da mal stehen. So, und die sind hoffentlich nicht so schnell da, dass sie uns da angreifen können. Riskieren wir es ebenfalls mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie abhauen. Sie hauen ab. Diese feigen Hunde. Aber wir können tatsächlich einmal schießen. Gut, ja, Mal gucken, ob wir hier noch was erreichen können. Den können wir erreichen. Aber wir schießen, wir feuern erstmal natürlich. Machen wir mal so eine Art Fokusfeuer. Ja, der feuert jetzt auch, klar. Oh, der macht auch einigen Schaden. Schießt nochmal zurück. Wir könnten den natürlich jetzt auch erledigen. Das ist mir fast lieber. Wir kriegen aber natürlich nicht. Ja, jetzt hätten wir uns mit den Kanonen echt fokussieren müssen. Na gut, aber den kriegen wir noch. Und zwar mit den Kanonen. Einen erledigt wieder. Aber selber natürlich auch ordentlich Schaden genommen. Gut, der ist hin. Ja, und die nächste Provinz erobert. So, sehr gut. Haha, das ist doch herrlich. 686 nichts verkauft, aber Geld gemacht. So, verteidigen Sie das in Detroit, sind jetzt die Einheiten. Hier hast du nichts gefunden, du untersuchst weiter. So, du bist, machst hier die Straße, die machst du da auch noch weiter, das ist völlig in Ordnung. Und wir wollten jetzt hier mit der Straße beginnen, genau. So, und jetzt die große Frage. Hier steht jetzt, er hat leichte Artillerie. Wenn das wahr ist, dann haben wir ein Problem. Immerhin hat hier jetzt Erfahrung gewonnen. Ach, Geld ist auch knapp. Ich würde fast mal sagen, wir ruhen eine Runde aus. Oder hilft ihm das mehr als uns? Schwer zu sagen, das Ganze. Schwer zu sagen.
wir machen mal spaßenshalber wieder so eine kleine fiese Land. Warte mal, warum kann ich hier nicht eine. Achso, weil ich den nicht ausgewählt habe. Warum kann ich jetzt. Hallo? Ich müsste doch hier eine Landezone wieder etablieren können. Warum geht das jetzt hier nicht? Ging doch vorhin so wunderbar. Verstehe ich gerade nicht. Ich kann nur patrouillieren. Was ist das denn? Ah, jetzt geht es. Keine Ahnung, das muss irgendwie ein kleiner Bug gewesen sein. Das muss ein kleiner Fehler gewesen sein. Machen wir das mal hier. Und hier warten wir eine Runde. Das setzen wir mal aus. Auch wie teuer würde das sein, wenn wir jetzt vorgehen mit allen? Gucken wir uns das nochmal an. Wie viel Geld wir haben müssen. 1300! Oh mein Gott. Das ist so heftig. Das ist so teuer, so eine Armee durchs Land zu bewegen. Aber irgendwie auch cool, dass das berücksichtigt wird. So. Das läuft also alles nach Plan erstmal. 16:15. Ja. Hier brauchen wir, glaube ich, nichts ändern. Wie viel? Wir haben 3 Bauholz. Ja, wir werden jetzt noch mal ein bisschen umdisponieren. Wir werden noch mehr Bauholz holen. Wir müssen jetzt das nächste Schiff haben. Okay, weiter geht's. Nichts gefunden, nichts passiert. Du erforschst bitte hier weiter. So, jetzt müsste aber jetzt das angeschlossen sein. Ja, tatsächlich. Jetzt ist das gut. Mehr machen wir im Moment jetzt mal nicht. Du machst eine Pause. Du machst aber allerdings weiter. Und wir können dich jetzt schon nehmen und den Zucker hier schon mal ausbauen. Sehr gut. Hervorragend. Das heißt, in 2 Runden können wir dann auch den Zucker rüber transportieren. Sehr praktisch. Dann müssen wir das schon mal ein bisschen vorbereiten. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen wieder ein Papier. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder in Produktion ein bisschen umdisponieren. Ein Papier reinholen. Völlig okay. So, und eigentlich würde ich gerne mal ein... Wieso können wir schon 2 Zucker? Wir können jetzt schon 2 Zucker? Wie kommt das denn? Was habe ich denn jetzt gerade übersehen? Ein Zuckerrohr. Hier ist eins, da ist eins. Da ist eins. Ach, wir hatten das schon ausgebaut. Ah, das... Ach, Quatsch, jetzt habe ich... Was habe ich jetzt geguckt? Bin bei der Baumwolle. Nee, alles gut. Völlig richtig. Entschuldigt mein Fauxpas. Alles in Ordnung. Wir müssen das ausbauen. Völlig richtig. Genau, und ich wollte gucken, ob ich nicht schon immer mal eins mehr transportiere. Und wir können ja jetzt auf einen weiteren Fisch verzichten, sind trotzdem immer noch über den Durst, völlig in Ordnung. Gut, wir haben ein Zuckerrohr in Reserve, sehr schön. Alles gut. Alles gut. So, dann... Wie sieht die Armee jetzt aus? Deutlich besser. Gibt es hier irgendwie Informationen vom Gegner? Wir haben 1200. Könnten wir uns gerade so leisten? Machen wir das oder ziehen wir unten noch einen ab? Ich würde sagen, wir treiben ihn jetzt vor uns her. Ist das übrigens die letzte Provinz? Nee, er hat hier unten noch eine Provinz, weil dann können die nicht mehr fliehen. Dann müssen sie kämpfen. Oh ja, das müssen wir jetzt forcieren. Wir gehen wieder los. Wir leisten uns den Angriff. -14. Haben wir dadurch. Krieg ist teuer.
Krieg ist teuer, aber notwendig. In unserem Fall zumindest. Gut, 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 gut. Das ist soweit okay. Verkauf auch okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie diese Schlacht jetzt laufen wird. So. Ja. Jetzt hat er keinen Fernkämpfer mehr. Das heißt, er wird definitiv jetzt erstmal flüchten. Und wir sollten zusehen, dass wir unsere Speerkavallerie vorne haben. Und die Kanonen vielleicht. Da können wir auch noch was erreichen. Die Pikenträger sind jetzt so gar nicht so wichtig, weil die sowieso nicht schnell zum Schuss kommen. Genau, so machen wir das. Und jetzt Abmarsch nach vorne. Können wir feuern? Ja, wir können schon feuern. Sehr gut. So, ich würde mal sagen, die Pikenträger sind gefährlich. Gefährlicher als die anderen, oder? Nee, sind sie nicht. Die Kosaken haben die gleichen Werte, bloß sind schneller. Insofern sind die Kosaken wichtig, aber die hauen natürlich gleich ab. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir einen von denen töten. Deswegen mache ich den Schuss doch dort drauf. Ja, die sind nämlich im ersten Zug weg. Das war eine richtige Entscheidung, das so zu machen. Sehr gut. Ja, mit denen kommen wir eigentlich nicht mehr ran. Dann werden wir einfach nur mit denen nochmal vorziehen. Und eine weitere Einheit hoffentlich töten können. Na, das wird knapp. Jawohl, sehr gut. Okay, damit ist die Sache geritzt. Die nächste Einheit getötet und die nächste Provinz erobert. Gut. Sehr schön. Einmal Holz an Frankreich verkauft. So sehen wir das gern. Verteidigen Sie, ja, Mul und... Ah, ja, die Schaluppe. Ein leichtes Kriegsschiff. Neue Fähigkeiten auf dem Gebiet der Navigation erlauben den Schiffbauern den Bau kleiner, schneller Schaluppen, die sich besonders gut für die Freibeuterei eignen. Diese Entwicklung führt zu Verbesserungen in der Flottentechnologie. Und hier ist tatsächlich sogar nochmal was gefunden worden. Kohle, hervorragend. Erkunden wir das weiter. Hier wird weiter... Wollten wir eigentlich hier Ballang bauen, ne? Na egal. So, unsere Armee steht hier. Die hatte eigentlich so gut wie keine Verluste. Insofern... Ach so, aber das Problem ist, wir haben die Kohle jetzt eigentlich nicht, ne? Aber das ist es fast mal wert. Oh, schaut mal hier. So viel Zucker schon wieder zur Verfügung. Es... Boah, das gibt uns so einen Push bei den Arbeitskräften. Das ganze Zucker ist ja Wahnsinn. Und hier haben wir auch noch Gewürze. Gott, dieser Reichtum, der übermannt mich richtig. Deswegen, vor lauter Reichtum, werden wir einfach jetzt mal in die Kredite gehen. Wir werden jetzt die Schweden weiter angreifen. Einfach deshalb, weil sie sich jetzt nicht mehr zurückziehen können und wir sie dadurch vernichtend schlagen können. Und das ist es, glaube ich, wert, oder? Ja, denke ich auch. Also, Angriffsbefehl. So, minus 523. Danach müssen wir dann wohl mal irgendwie pausieren ein bisschen. Und jetzt müssen wir mal gucken, sind wir denn jetzt mal langsam in der Lage, dieses Schiff zu bauen? Ja, wir wären in der Lage, hätten wir einen Arbeiter. Den werden wir dann erstmal als nächstes uns besorgen. Einer reicht, glaube ich, erstmal. Mehr können wir uns im Moment nicht erlauben. Auch nahrungstechnisch nicht. Gut, das heißt, das nächste Mal kommt das Schiff. Wir sind aber jetzt schon in der Lage eigentlich, das Zuckerthema anzugehen. Ah ja, dann ist es doch, wartet mal, dann brauchen wir zwei Arbeiter, weil wir nämlich gleich auch die Ausbildung machen. Ah, ich habe aber keinen Arbeiter frei, egal. Wir nehmen einen zweiten und setzen einen Arbeiter jetzt mal frei. Und zwar der hier das Papier macht. Dann machen wir die Ausbildung.
Und dann brauchen wir allerdings noch einen, der Zucker herstellt, sonst ist er gleich wieder krank. Kann sein, dass er sowieso nächste Runde krank ist. Das hatten wir jetzt ja schon mehrfach erlebt. Das ist aber okay. Machen wir das so. Oh, und das gibt uns jetzt einen richtigen Schub in der Produktivität. Und dann brauchen wir jetzt den nächsten Schub im Bereich... Warte mal, wieso kriege ich Zucker jetzt hier? Ist da irgendwie so eine Stadt schon ausgebaut? Ich kriege direkt Zucker. Das ist ja fantastisch. Das kann ich ja kaum glauben. Da nehmen wir hier noch einmal Fisch runter und den Zucker gleich mit rein. Das heißt, wir können dann noch gleich die nächste Arbeitskraft... Oh, Leute. Und wie viel Zucker wir hier noch Zuckerrohr zur Verfügung haben. Es ist sehr unermessliche Möglichkeiten ergeben sich daraus. Ja, fantastisch. Mit diesen guten Aussichten kann man auch mal so ein Defizit verkraften. Mit diesen guten Aussichten beenden wir dann erstmal wieder diese Folge. Und ich freue mich förmlich darauf, wenn wir hier weitermachen können mit unserem Zuckerimperium. Und die Schweden hier aus den Kolonien vertreiben. Das wird eine Genugtuung werden. Also bis dann, macht's gut, euer Steinmalen.